Akteure, Partner, Multiplikatoren der Zukunftsstadt im Wettbewerb. Liebe Gäste, zunächst einmal herzlichen Dank an den Gastgeber der Veranstaltung, an das Fraunhofer Center für Silizium, Photovoltaik, CSP und namentlich an Herrn Bersprung, der mich seit vielen Wochen auch begleitet, intensiv und berät. Herzlichen Dank, dass wir die Räumlichkeit nutzen dürfen und dass wir bei Ihnen sein dürfen. Erlauben Sie mir bitte ein paar Worte zum Stadtteil Halle Neustadt. Der Stadtteil, der 2014 sein 50. Gründungsjubiläum gefeiert hat. Man sollte immer wieder daran erinnern, mit Neustadt ist die größte Stadtgründung in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg und ein Zeugnis für die städtebauliche Moderne von internationalem Rang. Ende der 80er Jahre lebten in der damals eigenständigen Stadt fast 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. In den 90er und 20er, 2000er Jahre ging es vorrangig darum, den Schrumpfungsprozess in Neustadt zu bewältigen. Die Einwohnerzahl war zurückgegangen, viele Schulen und Kitas wurden geschlossen. Die Statistik ging erheblich zurück. Es wurde zurückgebaut, 5.000 Wohnungen mussten letztendlich vom Markt genommen werden. Einige Jahre doch mehrten sich die Anzeichen für eine Trendwende in der Entwicklung Halle Neustadts. Diese Veränderung fußt auf mehreren Bausteinen, die ich gerne vorstellen möchte. Zunächst einmal ist Halle Neustadt mittlerweile ein Zuzugsstandort. Hier sind Menschen aus der ganzen Welt zu Hause. Dies stellt gleichzeitig große Aufgaben in Sachen Integration dar. Wir begrüßen diese Internationalität, denn wir begreifen sie auch trotz aller Herausforderungen als Chance für die Zukunft für unsere Stadt. Inzwischen hat die Einwohnerzahl in Halle Neustadt wieder um 5% zugenommen, dank des Engagements unserer städtischen Wohnungsunternehmen, aber auch der übrigen Wohnungsgesellschaften, die immer mit neuen Konzepten und Ideen auf dem Markt präsent sind und hier viel dafür Sorge tragen, dass weitere Mieter in die Wohnungen einziehen. Das Ganze verbunden mit den Fördermitteln von Bund und Land und natürlich auch garniert mit dem hohen Anteil von Stadtgründen. Diese Qualitäten werden auch in der Bevölkerung geschätzt. Im besonderen Fokus stehen aktuell die Hochhausscheiben als Stadtkrone, so möchte man meinen, von Neustadt. Als ich vor einigen Jahren die Diskussion führte, haben alle gesagt, bloß nicht abreißen, lassen Sie die Scheiben stehen, als diese Diskussion entbrannte, dass man nach und nach die Scheiben noch beseitigen soll. Wir haben es nicht getan und, meine Damen und Herren, wir haben es auch letztendlich nicht bereut. Wir haben als Stadt die Reaktivierung mit besonderem Engagement vorangetrieben und, wie Sie wissen, sind wir auch bereit, selbst als Nutzer, also als Verwaltung, in die Scheibe A einzuziehen. Für diesen Vorschlag hat sich mit deutlicher Mehrheit übrigens in fast allen hallischen Stadtvierteln die Bevölkerung im Rahmen eines Bürgerentscheids ausgesprochen. Dies war eine Initialzündung. Neben der Scheibe A konnten inzwischen, nachdem alle Eigentumspositionen nach und nach umgekehrt waren, nun mittlerweile handlungsfähige Eigentümer für alle Scheiben vorweisen. Für die Scheibe C liegt sogar schon ein Förderbescheid über Städtebaufördermittel vor. Die Aktivierung der Scheiben ist in einen sinnvollen konzeptionellen Rahmen eingebunden, der mit dem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Stadt- und Teilzentrum Neustadt geschaffen wurde und weiter ausgestaltet wird. Meine Damen und Herren, es wird eine Entwicklung geben, ähnlich wie im Ribbeckplatz mit den ersten beiden Bauten. Auch hier, wenn wir die ersten Baukräne dort stehen haben, wird auch hier sich diese Entwicklung in den Scheiben weiter fortsetzen. Meine Damen und Herren, es liegt im besonderen öffentlichen Interesse der Stadt, dieses als Weiterentwicklung für Halle Neustadt zentral auch zu beurteilen. Umso mehr kam uns das Projekt Zukunftsstadt gelegen. Das Projekt Halle Neustadt 2050 ist ein weiterer wichtiger Baustein für die Entwicklung in Halle Neustadt. Wir sind im Wettbewerb mit 51 Zukunftsstädten unter die besten 23 und damit in die Phase 2 gekommen. Dieser Erfolg ist wesentlich geprägt von unserer Leitidee, den Weinberg Campus mit seinen naturwissenschaftlichen Fakultäten, der Universität, der Universitätsklinik und den Institutionen aller vier nationalen Forschungsgesellschaften in Deutschland mit dem Stadtteil Halle Neustadt zu verbinden. Das beißt sich, könnte man meinen, aber es beißt sich überhaupt nicht. Dieses auch darzustellen, in ein Projekt hineinzugießen, wird in den letzten Monaten von Ihnen im Wesentlichen auch mitgeprägt. Wir wollen im Projekt Zukunftsstadt das Zusammenwachsen von Weinberg Campus und Halle Neustadt organisieren, das auch
denn mit integriertem Stadtentwicklungskonzept als strategisches Projekt enthalten ist. Unser Zukunftsstadtprojekt hat in Phase 2 bewiesen, dass wir in der Lage sind, aus ehrgeizigen Zukunftsvisionen umsetzbare Konzepte zu entwickeln, an denen Einwohner, Schüler und Akteure aus Wissenschaft, Wohnungswirtschaft, Politik, sozialen Trägern und Vereinen beteiligt sind. Alle sind mitgenommen, alle konnten mitmachen, alle konnten sich einbringen und dieser besondere Dank muss an Sie alle ausgesprochen werden. Das war die Aufgabe in Phase 2 und das können wir Ihnen hier und heute präsentieren, 2 Monate vor Abschluss der Phase 2 des Wettbewerbs. Herr Stettin, ein zuständiger Beigeordneter, wird Ihnen nachher zusammen mit den verantwortlichen Fachleuten dieses hier präsentieren, die Ergebnisse präsentieren, moderieren und Sie erneut in eine Diskussion bringen. Danach präsentiert sich unser Projekt in offener und lockerer Form als Abendprogramm in den Waldbergwiesen und im Foyer des Fraunhofer CSP. Vorwegnehmen möchte ich auch, dass angesichts dieser guten Ergebnisse, die wir erzielt haben, eine Bewerbung für die Wettbewerbsphase 3 im Sommer 2018 von der Stadt auf jeden Fall abgegeben wird, unabhängig von den weiteren Entwicklungen im Bund. Wir wollen uns mit unseren Konzepten messen lassen und wir alle sind der Auffassung, dass wir mit diesem Ergebnis uns auch messen lassen können. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für das Engagement und für die Weiterentwicklung Halle Neustadts. Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf. Dieses Bild, was Herr Küber und Herr Hecht gemacht haben, steht sehr gut für die gesamte Entwicklung des Zukunftsstadtprozesses. Ich war heute bei einem anderen Termin und durch die Presseberichterstattung wurde gleich gesagt, da gab es doch diese Grafik. So mit den Hochhäusern und sozusagen den Installationen. Das heißt, wir haben hier schon einen klaren Wiedererkennungswert, alleine durch die grafische Aufbereitung, wie Zukunftsstadt 2050 aussehen kann. Und wir hatten uns das Ziel gesetzt, vernetzt, integriert, transformiert, zu versuchen, jetzt in der weiteren Phase konkret zu untersetzen. Herr Dr. Wiegert hatte schon in der Begrüßung kurz skizziert, wie der Zukunftsstadtwettbewerb aufgebaut war. Ich denke, wichtig ist, nochmal herauszustellen, er ist gestartet worden im Wissenschaftsjahr 2015. Und verglichen zu anderen Planungsthemen und der Frage, wie wir Fördermittel manchmal akquirieren oder Konzepte entwickeln, war er schon vom Gesamtansatz her anders aufgebaut, weil die Zusammenarbeit von Planung, von bei uns dann auch den Bereich Dienstleistungszentrum, Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, aber insbesondere die intensive Einbeziehung der Wissenschaftslandschaft und Wissenschaftsszene, zeichnet diesen Wettbewerb als etwas Besonderes aus. Und in der Leitbildentwicklung waren 51 Städte dabei. Wir sind dann in die zweite Phase gekommen. 23 Städte, Stadtteile, Stadtzusammenschlüsse arbeiten und werden die Ergebnisse Mitte des Jahres vorlegen. Und dann, und Herr Dr. Wiegert hat ja schon deutlich gesagt, wir wollen in der dritten Phase natürlich auch einreichen, das, was wir erarbeitet haben. Da sind wir gespannt, wie der Bund das dann aufstellen wird, wie die dritte Phase ausgelobt wird, mit dem Ziel natürlich in Halle, das, was wir erarbeitet haben, auch umsetzen zu können. Der Überblick mal über die 23 Zukunftsstädte, die jetzt noch in Anführungszeichen im Rennen sind. Und ich wurde eben schon von der Presse gefragt, wer ist denn Ihr schärfster Konkurrent? Das kann man schwer sagen, weil es arbeiten Kommunen unterschiedlicher Größe mit unterschiedlicher Fragestellung, die nicht unbedingt nun direkt so nebeneinander laufen, dass man sagen kann, wer hat denn hier die Nase vorn? Sondern es geht einfach darum, und das ist der Mehrwert für uns auf alle Fälle, wie man zur Erarbeitung dieser Konzepte kommt. Und da, ja, das muss man und darf man dann auch sagen, glaube ich, haben wir bei uns in Halle einen guten Prozess hingelegt, ein gutes Ergebnis mit der Beteiligung vieler Akteurinnen und Akteure erreicht, auch mit der Einbeziehung von Wissenschaft in allen Aktionsfeldern und der entsprechenden Überprüfung und Begleitung. Sie sehen, wir sind in der Gruppe der Großstädte, das geht ein bisschen zum Stadtquartier und natürlich sind wir dann auch gespannt, was andere Kommunen als Zukunftsstadt einreichen. Bei uns verbindet das Zukunftsstadtprojekt, und auch das hat Herr Dr. Wiegand schon hervorgehoben, die renommierte Stadt der Moderne, Halle Neustadt, mit dem Weinberg Campus als einem wesentlichen an die Neustadt angrenzenden Quartier. Auch die anderen haben wir gedanklich mit im Blick gehabt. Aber insbesondere das Thema, wie kann die Entwicklung Planstadt der 60er, 70er Jahre verknüpft werden, räumlich, baulich, aber auch funktional und von Nutzungen mit einer in Halle auch beispielgebenden Entwicklung nach der Wende, dem Wissenschaftscampus Weinberg Campus.
Ich hatte es gesagt, der besondere Aspekt ist auch der Wissenschaftsaspekt dieser Entwicklung. Und hier geht es insbesondere darum, zu gucken, wie kann auf kommunaler Ebene eine Lösung erarbeitet werden, die dann global wissenschaftlich untersetzt an anderer Stelle auch helfen kann, dort vorhandene Probleme mitzulösen. Und wenn Halle-Neustadt als Reallabor zu sehen ist, ein Beispiel ist für die Stadt der Moderne, dann wird jede oder jeder von Ihnen, der unterwegs ist, auch mal weltweit sehen, auch dort gibt es Großsiedlungsstrukturen, auch dort gibt es vergleichbare Themenstellungen, die dann natürlich, und das ist unser Ziel, von den Ergebnissen, die hier erreicht wurden, profitieren können. Phase 1 nochmal in der Rekapitulierung war 2015, 2016, geförderten 35.000 Euro. Da wurde die Vision erarbeitet. Und das ist auch schon angeklungen. Wir haben parallel ja den Prozess gehabt der Erarbeitung oder Überarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes. Auch dort fand dann natürlich die inhaltliche Verzahnung statt. Und auch dort, und das ist ein strategisches Projekt im ISEC, gibt es sozusagen für unseren Arbeitsprozess auch ein Votum, eine Unterstützung durch die politischen Gremien der Stadt, durch den Stadtrat. Die Phase 2, die Erarbeitung eines Planungs- und Umsetzungskonzeptes der erarbeiteten Vision, schließen wir jetzt ab. Gefördert wurde dieser Prozess mit 200.000 Euro und auch hier werden wieder viele Akteurinnen und Akteure einbezogen. Und die, die die ganze Zeit dabei waren, werden ja gemerkt haben, wir haben auch unterschiedliche Orte besucht. Auch alleine schon die Wahl unserer Veranstaltungsorte machte ja die Vielfalt der Themen deutlich. Wir waren in der Schule, wir waren bei Wissenschaftlern und auch das dient sozusagen einem breiten Aufstellen des Ansatzes. Wir hatten die Vision verdichtet zu drei Aktionsfeldern. Und man kann sie auch gut räumlich verorten. Es ist zum einen das Aktionsfeld 1, der Bildungscampus Kastanienallee. Ein schönes Beispiel, wie gesagt, hatten wir eben. Sie sehen an den Pfeilen, dass das Aktionsfeld 2, Partizipation, breiter verteilt war über den Stadtteil, weil hier an verschiedenen Orten partizipative Methoden und Ansätze probiert wurden. Und wir haben das Thema Innovationsquartier Mühlestraße als Aktionsfeld 3. Und in grün sehen Sie die Verknüpfung. Und das ist sozusagen der Anspruch, hier dargestellt nochmal die Struktur, das Reinwachsen, das Verzahnen der beiden Stadträume. Die zweite Wettbewerbsphase hatte drei wichtige Meilensteine. Der 24.3. letzten Jahres der Auftakt, 15. und 16.6. die Zukunftskonferenz mit dem Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, Halle auf dem Weg zur Zukunft statt. Ich denke an der Stelle, wir haben Kooperationspartner. Herr Luther, Ihnen herzlichen Dankeschön auch für die Unterstützung dieser Zukunftskonferenz, die wir hier durchführen konnten mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlern, Herr Professor Wehrsprohn und vielen Partnern. Da kann man auch sagen, wer es ist unheimlich viel Information transportiert worden und wir hätten uns sicherlich an dem Tag vielleicht noch den einen oder anderen gewünscht, der diese tolle Expertise mit aufnimmt, aber es waren spannende Themen, die hier transportiert wurden, sodass wir hier zu guten Ergebnissen aus meiner Sicht gekommen sind, die wir Ihnen heute präsentieren können. Ich gehe mal ganz kurz noch durch die drei Aktionsfelder durch, bevor wir dann die Vorstellung der Ergebnisse zuerst im Gespräch haben. Wie gesagt, das Aktionsfeld 1, Neustadt Campus TSD, war das bildungsbezogene Thema hier mit dem Anspruch, Neustadt wird Bildungshochburg und Treffpunkt von Mensch, Wissenschaft und Wirtschaft. Und wir hatten uns konzentriert auf den Campus Kastanienallee durch das Zusammentreffen der unterschiedlichen Schulformen mit der Zielsetzung, hier einen innovativen und integrativen Lernort für das Quartier zu schaffen. Ein entsprechend neues, modernes Bildungskonzept unter Berücksichtigung von dem Aspekt Digitalisierung zu erarbeiten, aber gleichzeitig zu gucken, wie können dieser Schulcampus ins Quartier wirken, als Art Quartierszentrum für Bildung und das war immer das Wesentliche, das Alleinstellungsmerkmal, wie lässt sich der Brückenschlag zum Weinberg-Campus mit dem Wissenschaftsangebot hier erreichen, wie kann das Quartier und damit eigentlich auch insgesamt die Stadt Halle von diesem Alleinstellungsmerkmal profitieren. Im Prozess waren viele andere Akteure auch noch einbezogen. Wir haben natürlich dann geguckt, welche Möglichkeiten zur Umsetzung eines solchen Anspruchs gibt es bundesweit, weil das Thema Campusentwicklung ja eines ist, was im Bildungsbereich an vielen Stellen diskutiert wird. Und da gucken wir nach Best Practice und wir haben Partner gebunden. In jedem Aktionsfeld gibt es mal Partner, die uns unterstützt haben und die auf der Ebene der Wissenschaft auch evaluiert haben. Hier zu nennen ist das Beauftragte Büro Schönhoff und Büro Schneidermeier für den Bildungsansatz. Wir haben die Schulen im Campus, die intensiv mitgearbeitet haben. Fraunhofer, KMS und Innovations GmbH, die
die Philosophische Fakultät 3 Erziehungswissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und eine Vielzahl von Quartiersakteuren, die hier gewirkt haben. Schlüsselinterviews fanden Ende letzten Jahres statt und dann wurde in 2 Workshops das Bildungskonzept erarbeitet und verdichtet. Auch hier nochmal ein Bild für Best Practice. Aber Zukunft statt macht sie ja ganz besonders deutlich, wir wollen ein Konzept erarbeiten, das war das Ziel, das die spezifischen hallischen Themen berücksichtigt. Man könnte salopp sagen, abschreiben geht nicht. Eigene Themen entwickeln, das war die wesentliche Aufgabe. Aber natürlich kann man gucken, wie kann man bei Bildung von anderen lernen, aber nicht kopieren. Das Aktionsfeld 2, Freiraum mitgestalten, Partizipation, Integration und Transformation durch Kunst und Kultur, hatte das Ziel, insbesondere zu gucken, welche neuartigen Bildungs- und Beteiligungsformate können entwickelt werden. Wir haben uns fokussiert auf Beteiligungswerkstätten mit dem Fokus Bildungsort, Migranten und Wohnhof. Und es ist, glaube ich, gut gelungen, hier das Thema Kunst und partizipative Lebensfeld- und Wohnumfeldgestaltung zusammenzubringen. Evaluiert wurden auch die Ansätze und sehen an den Fotos auf der einen Seite, wie in den Schulen intensiv gearbeitet wurde und wie dann auch Ergebnisse präsentiert wurden. Partner, die hier unterwegs waren, waren die Freiraumgalerien, das Zentrum für Sozialforschung Halle, die Kunsthochschule Burg-Giebichenstein, die Medien- und Kommunikationswissenschaften der NLU, die Schulen am Campus, ich weiß jetzt nicht, warum jetzt das wiederholen, auch wegen der Nachbarschaft, natürlich in der Neustadt, das Islamische Kulturzentrum, Wohnungsunternehmen haben sich eingebracht und viele weitere. Die Federführung lag bei der Stadt und bei Science to Public. Und hier sehen Sie mal Beispiele für Arbeitsschritte und Methoden. Wir haben also 3 Werkstätten, die im Rahmen von Zukunft statt durchgeführt wurden. Einmal mit dem Schwerpunkt Schule, Migranten und Bewohner. Die wissenschaftliche Evaluierung hatte ich angesprochen. Und hier wurde ganz deutlich, dass Zukunft statt viele Kooperationspartner motiviert hat, die dann nicht direkt über Zukunft statt liefen, sondern die auch Aktivitäten entfaltet haben. Hier ist insbesondere zu nennen die Konzeptwerkstatt, bei der Studierende der Kunsthochschule im Südpark zusammen mit der Grundschule in einem entsprechenden Semesterprojekt tätig waren, in der Neustädter Passage sich eingemietet hatten. Und wir haben 4 Wandgestaltungen der Freiraumgalerie im Rahmen des eigenen Projektes Haneo. Aber das war ein Impuls, der durch die Zukunft statt, ja, da weiß man nicht, wer zuerst da war, aber jedenfalls sich gegenseitig gut befruchtet hat. Man kann ganz klar sagen, unabhängig davon, was im Ergebnis entsteht, im Weiteren in der Phase 3, eins bleibt, nämlich die Umsetzung von weiteren Wandbildern in der Neustadt. Man kann auch sagen, ein Fortschreiben des Themas Kultur im Stadtraum. Und auch das war ja ein wesentliches Element bei der Anlage von Neustadt. Und hier haben wir die Weiterentwicklung des Themas Muralismus, auch ein Begriff, den man gelernt hat im weiteren Prozess, also die Wandkunst als Neomuralismus, die durch die Freiraumgalerie entsprechend umgesetzt wurde. Das Aktionsfeld 3, Innovationsquartier Weinberg Süd, war das Aktionsfeld, wo es insbesondere um das baulich-räumliche Zusammenwachsen ging. Wir haben im Bereich Neustadt die Abbruchfläche Muldestraße, da sind ehemalige Infrastruktureinrichtungen zurückgebaut worden, sodass hier die Möglichkeit besteht, zu gucken, gibt es eine Chance, das Ziel, was wir proklamieren, das Zusammenwachsen auch baulich-räumlich zu erreichen. Die inhaltliche Fragestellung dahinter war, wie können neue Wohnformen aussehen, wie lassen sich ergänzende lebendige Quartiere schaffen, neue Urbanität in dem Bereich und inwieweit ist vielleicht die Fläche auch geeignet, neue kleinteilige Wirtschafts- und Geschäftsideen umzusetzen. Und das bezogen auf die Fläche Muldestraße. Partner dabei waren die Innovations GmbH, der Gründerservice der Martin-Luther-Uni, die Kunsthochschule Burg-Giebichenstein und auch Hochschulen in einem studentischen Wettbewerb, weil wir für diesen Bereich als einen Ansatz gewählt haben, zu gucken, was sagen denn diejenigen Akteure der Zukunft, Studierende, zu einer möglichen Entwicklung der Fläche. Wir haben dafür einen studentischen Wettbewerb durchgeführt für dieses Innovationsquartier und haben dann im Weiteren, auch weil im Moment ja die Grundstücksnachfrage auch in der Stadt sehr gut läuft, die Fläche Muldestraße angeboten mit sozusagen einem Transportieren der Ideen der Studierenden. Ich komme an der Stelle auch zu den Kooperationsprojekten nochmal. Haneo habe ich schon angesprochen, denke aber, es ist hier nochmal notwendig zu sagen, es war nicht nur die Freiraumgalerie und Science to Public, die bei Haneo aktiv waren, sondern die
Eine Neugestaltung von Giebelwänden passiert natürlich nur, wenn die Eigentümer und Eigentümer mitmachen. Wenn andere unterstützen, sehen auch hier Logos von Firmen. Das ist keine Schleichwerbung, sondern einfach ein Dankeschön an diejenigen, die ein Projekt fördern. Wichtiges Thema, auch die Kultur-Kunst-Stiftung Sachsen-Anhalt ist hier dabei. Also auch da sieht man, das Thema Zukunftsstadt wird bis auf Landesebene erfolgreich getragen. Ein anderes Projekt, was mitentwickelt wurde und was immer so ein Stück im Diskussionsprozess der Zukunftsstadt dabei war, ich hatte Herrn Luther schon gedankt für die Konferenz, ist das Thema Zusammenleben 4.0, was auch unter dem Gesichtspunkt, wie lässt sich Infrastruktur, wie lässt sich Zusammenleben 4.0, Daseinsvorsorge, Betreuung und Pflege im 21. Jahrhundert organisieren. Hier unter dem Gesichtspunkt auch spannend, dass auf einmal ein Wohnkomplex der Neustadt wieder in den Fokus gerät, bei dem in den vergangenen Jahren eher über Abriss diskutiert wurde und nun geguckt wird, wie lassen sich die bestehenden Baulichkeiten nutzen, um insbesondere das Thema Selbstbestimmtheit und soziale Teilhabe bis im hohen Alter zu ermöglichen. Also nicht das Thema, ich muss ins Pflegeheim, sondern wie kann ich Infrastruktur nutzen? Und da kann natürlich Wissenschaft auch helfen. Und nicht umsonst haben wir die zwei schönen Abbildungen noch genommen, dass da potenziell in der Zukunft Unterstützung in der Pflege möglich ist, die natürliche menschliche wärmende Hand natürlich nicht vergessen, aber die Unterstützung durch Technik ist, glaube ich, hier etwas, was vielleicht den Prozess erleichtern kann. Also auch das ein Projekt, was ein Stück im Rahmen der Diskussionen der Zukunftsstadt mitgelaufen ist. Und ganz aktuell, heute in der Presse oder auch gestern transportiert, das Projekt von Professor Wütschitz, der auch mit einem anderen Thema, nämlich dem gläsernen Modell von Neustadt, auch den Zukunftsstadtprozess optisch bereichert hat. Hier das Thema Projekt Landart, Diversität und Vernetzung. Hier wird mal nicht baulich-räumlich, sondern farblich die Verknüpfung zwischen dem Weinberg-Campus und der Neustadt hergestellt. Auch das ein schönes kooperierendes Projekt. Und die Konzeptwerkstatt Neustadt mit den Studierenden aus der Burgiedischen Stadt, hatte ich schon gesagt, also hier auch ein Quartier sich in den Fokus genommen bei der Bearbeitung. Sie sehen also, das war das, was die Zielsetzung für uns war. Und jetzt hatten wir uns gedacht, dass wir in die Diskussion kommen, in die Vorstellung, was ist denn nun in den drei Aktionsfeldern bearbeitet worden, erarbeitet worden, mit der Vielzahl von Akteuren und Akteuren, die ich nennen konnte. An unsere Stegen. Damit starten wir jetzt natürlich in die Präsentation unserer drei Aktionsfelder unter dem Motto Vielfalt gestalten und erlebbar machen. Wir starten mit Aktionsfeld 1, Neustadt Campus TSD, technologisch, sozial, digital. Neustadt soll ja zur Bildungshochburg und zum Treffpunkt von Menschen, Wirtschaft und Wissenschaft werden. Frau Bredelow, was sind denn die wesentlichen Ergebnisse von Aktionsfeld 1? Ja, danke schön. Also die wesentlichsten Ergebnisse von Aktionsfeld 1 kann man an mehreren Dimensionen messen. Also zum einen, seit 2015 wurde aktiv an diesem Thema Campus Kastanienallee gearbeitet. Eine Idee, die schon einige Jahre älter war, nämlich die Schulen dort zusammenzuführen an einem Punkt, in einem Gebäude, das sie gemeinsam nutzen. Wir haben dort unterschiedliche Schultypen. Also von der Grundschule über die damals noch Sekundar- und später Gemeinschaftsschule bis hin zum Gymnasium. Und es war das Anliegen der Lehrer, der Schulleiter, der Schüler, der Eltern, dort auch einen gemeinsamen Campus zu schaffen. Das wurde aufgegriffen im Rahmen der Zukunftsstadt und sehr stark erweitert mit vielen Ideen, insbesondere Einbindung der Wissenschaft, also sprich auch die Brücke zum Weinberg-Campus zum Beispiel zu schlagen. Auch Einbindung weiterer Akteure im Sinne von Berufsorientierung, Berufsfindung der Bevölkerung vor Ort. Also eine Idee auch zu zeigen, wir öffnen den Bereich auch für die Bürgerinnen und Bürger, also nicht nur Eltern, sondern auch andere Interessierte. Wir holen in den Campus, in diesen in das Schulleben eben auch die Neustädter mit rein. Das Interessante, deswegen sagte ich es mehrere Informationen, das Interessante an der Erarbeitung war in erster Linie auch, dass etwas Neustadt-typisches hier passiert ist, dass nämlich viele Akteure hier in Neustadt sich kennen.
mitgearbeitet haben. Es war eben nicht nur diese drei Schulen, die da Interesse dran gezeigt haben, sondern auch die anderen Schulen hier in Neustadt, die man auch bei den Fachtagungen mit erlebt hat, die auch mit vor Ort waren. Und eine davon wird ja heute hier auch mal ein Programm bieten. Also hier merkt man auch, das Interesse in Neustadt, Neustadt zur Bildungsstadt zu entwickeln, beschränkt sich nicht nur auf den Campus, sondern ins Freie. Und vielleicht nochmal, um das zuzuspitzen, was ist denn das Hauptziel des Campushauses? Das Hauptziel des Campushauses ist, Herr Stechlin hat ja vorhin gesagt, wir haben die Erziehungswissenschaftler der Universität auch mit dabei gehabt. Also es war auch, geht auch darum, ein pädagogisches Konzept hier zu entwickeln, das modern ist, das berücksichtigt die Bedarfe, die in den Schulen sind. Wir haben es hier mit einem Wohngebiet zu tun, was einen hohen Anteil an sozial, man sagt allgemein sozial Benachteiligten, an Migranten, an Familien mit vielen Kindern auch hat. Also ist auch ein sozial stabiler, demografisch stabiler Stadtteil, wo wir doch an die Zukunft denken und wo wir eben auch sehen, pädagogisch hier auch eine Vernetzung, ich sagte es gerade, mit dem Umfeld hinzukriegen und damit auch eine Bereicherung für den Bildungsbereich, also für die Schulen. Und ich habe nicht umsonst die verschiedenen Schultypen vorhin genannt. Ich denke, wenn man hier tatsächlich einen Campus entwickelt, wo diese verschiedenen Schultypen zusammenarbeiten, ist das ein Gewinn für alle. Also nicht nur für die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschafts- und Grundschule, sondern durchaus auch für die Gymnasiasten und darüber hinaus, wenn wir die Wissenschaft mit dabei haben, auch für Studierende und dann Wissenschaftler vor Ort. Ja, herzlichen Dank, Herr Werschlund. Verbindung Schule-Wissenschaft, Stichwort Makerspace. Was stellt sich aus Sicht der Frauenverbindung konkret darunter für den Campus Kastanienallee vor? Ja, wenn wir jetzt nicht so viel Sonne hätten, würden wir die Jalousien mal öffnen und dann werden Sie sehen, dass wir jeden Tag Neustadt sehen. Es hat abends auch einen sehr schönen Blick. Man sieht die fünf Scheiben, man hat so ein bisschen, man in der Großstadt, das Gefühl in der Großstadt ist, Sie werden das dann abends auch erleben. Sodass wir also sozusagen alleine schon von der Nähe ja sehr eng miteinander verbunden sind. Und das bewegt natürlich auch unsere Mitarbeiter, die natürlich auch Kreativität haben und daher auch versuchen, natürlich solche Brücken zu bauen. Und das hat uns bewegt, auch 2015 hier mit einzusteigen. Wir haben uns dann intensiv mit dem Thema Bildung beschäftigt, weil natürlich das die zukünftigen Forscher sind und unterstützen auch viele Aktivitäten Richtung Bildung. Ich freue mich auch, dass Frau Hartmann hier vom Schüler Junior Ingenieur Akademie im Saline Technikum da mitgemacht hat. Ich freue mich, dass viele andere Akteure hier vom Weinberg Campus e.V., wo ich im Vorstand sitze, so einige Vorstandsmitglieder hier, die sich auch im Besonderen um die Bildung kümmern. Also es gibt ja sehr großes Interesse auch sozusagen der Vernetzung vom Weinberg Campus, wo ja sozusagen die Wissenschaft die Zukunft gestaltet wird und auf der anderen Seite dann, wo sozusagen die Zukunft geboren wird und dann auch ausgebildet wird, in der Schule da die Brücke zu schlagen. Es gibt sehr viel Unterstützung hier und wir haben das ja dann in Teams auch erarbeitet. Und ein Thema, was wir halt hier aufbauen wollen, in groß, aber was eine kleine Tochter dann bekommen soll, am Campus Kastanienallee, ist halt Makerspace oder auch konkreter halt auch mit sehr konkreten Themen in Richtung 3D-Druck auch, wollen wir da aufbauen. Und wir haben uns dann natürlich überlegt, mit der Vision Vielfalt erleben, die ja dort auch von dem Büro hier entwickelt worden ist, was bedeutet das auch für die Wissenschaft? Und wir würden Vielfalt in der Wissenschaft anders darstellen, wir würden das eher in Richtung Individualisierung sozusagen, ja, ich sag mal noch technologischer Losgröße Null, in diese Richtung sozusagen interpretieren als Ingenieur. Und das heißt sozusagen, die Digitalisierung, die Technologie, genau die Themen, die auch gerade Sie angesprochen haben, lassen sich natürlich dann auch real, sozusagen real auch handhabbar machen. Für Schülerinnen und Schüler, zum Beispiel durch Makerspace, zum Beispiel durch 3D-Druck konkret, jeder könnte sich dann halt sein eigenes, zum Beispiel sein eigenes Besteck, seine eigenen Teller und so weiter, selber Design, drucken und solche Dinge. Und das stellen wir uns vor und jetzt als ein ganz konkretes Beispiel, das lässt sich dort nicht weiterentwickeln, auch zusammen mit der Junior Ingenieur Akademie und anderen Themen, sodass man diese Vielfalt dann auch wirklich erlebbar macht durch neue Technologien, die ganz dort sind und damit einen Brückenschlag macht an der Stelle. Und vielleicht nochmal auch konkret zur Finanzierung. Inwiefern ist denn Ihr Haus da finanziell einbringen? Ja, das ist natürlich immer, viele Akteure machen sozusagen kleine Beträge und dann wird zum Schluss ein großer Betrag. Wir hoffen natürlich sehr auf die Unterstützung des Bundes, aber wir haben natürlich auch einen Antrag bei uns in der Zentralverwaltung München gestellt, die sich auch gerade natürlich sehr stark auch die Fraunhofer Gesellschaft in dem Thema Bildung auch und Nachwuchs auch beschäftigt.
weil wir dann natürlich wie alle Forschungseinrichtungen da auch eine Verantwortung in dem Thema drin sehen. Wir haben einen Antrag gestellt, der ist nicht zu 100% bewilligt, aber immerhin 120.000 Euro, ist ja kein Pappenstiel, sind in München bewilligt worden und die wollen wir dann hier als unseren Teil auch dort mit einbringen, als investive Maßnahme und hoffen natürlich dann auch Unterstützung von Studenten, das dann auch mit Leben zu untersetzen und vielleicht auch durchs BMBF dann projekttechnisch das weiter zu untersetzen. Zwei Fragen tatsächlich immer noch. Bleiben wir gleich mal bei den Hard Facts. Was sind denn noch andere mögliche Partner? Ich habe schon gesagt, für uns ist ganz entscheidend sozusagen, dass wir hier die Partner vor Ort haben, aber dass wir auch die Bildungs-, die jetzt schon aktiv sind. Wie gesagt, das Saline-Technikum ist für uns ganz entscheidend. Ich freue mich auch, dass der neue Direktor des Planetariums hier ist. Ich glaube, das ist mit denen und der auch schon die, na, wie heißen die Linus, die Astrolinus, richtig? Ja. Korrekt, hier sozusagen machen. Also ich freue mich auch, dass die Stadt da sozusagen dort solche, hier so diese Themen auch entwickelt. Wir haben das ganze Thema, wir haben ein Open Lab Netzwerk, das von Science to Public organisiert wird, wo sich die eigenen Makerspaces hier durch den Bund als eins von 13 geförderten Projekten bundesweit vernetzen und dann sozusagen hier auch die Kompetenzen zusammenzuführen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Akteure, wo man zuerst gar nicht denkt, die sind nicht so die Hard. Die drücke ich so sofort im Vordergrund, aber ich glaube, alle ist sehr reich und was mich hier an dem Projekt sehr gefreut hat, ist, dass alle mit viel Engagement und mit kleinem Geld hier mitgemacht haben und sich für dieses Thema begeistert haben. Natürlich auch allen, die jetzt vergessen haben, zu erwähnen, nochmal herzlich danken, besonders meinem Team, die hier auch, sage ich mal, an der Grenze der Selbstausbeutung hier diese Themen dann hier vorangetrieben haben. Und wie sieht es aus? Was sind Ihre Erwartungen, was sind die Erwartungen des ISDS an den Brückenschlag von Weinberg Campus in die südliche Neustadt? Sind Sie positiv gestimmt oder sind Sie? Ja, ich glaube, wir sind alle ganz, ganz positiv gestimmt, wollen jetzt die dritte Runde natürlich schaffen, weil Gewinn ist natürlich auch etwas, was allen irgendwo auch noch mehr Motivation gibt an der Stelle und wir sind da sehr, sehr positiv. Und das soll man nicht an der Stelle das schaffen. Ich glaube, die Richtung ist richtig. Es ist immer so, wenn die Unterstützung nicht da ist, dann gehen, kann man nur langsamer gehen. Wenn man auch weiß, es ist die richtige Richtung, dann kommt man auch an. Frau Sachse, gleich hier schon mal als Überleitung in den nächsten Themenbereich. Was macht denn die Stadt mit diesen Ergebnissen aus Aktionsfeld 1? Ich muss wieder den Brückenschlag beschwören, den so viele hier schon angesprochen haben. Wir haben den Brückenschlag zwischen dem Weinberg Campus und der Neustadt vor dem Hintergrund des alten planerischen Wunschtraums, auch Wohnen, Arbeiten und Freizeit zusammenzubringen. Wenn wir von Transformation und Integration sprechen, heißt es eben, wir transformieren diesen Gründergedanken vom Weinberg Campus in die Neustadt hinein. Nehmen dadurch die Menschen mit, integrieren die und leisten natürlich auch einen Beitrag zur sozioökonomischen Prosperität. Das alles geht ja nicht im Selbstlauf. Das heißt, es bedarf der Akteure, die sich um diese Dinge kümmern. Und davon gab es viele, die sind auch schon ganz oft genannt worden. Ich nehme auch noch mal welche. Unter anderem der Gründerservice, der hier ganz aktiv war, das Konzept der Gründerschule entworfen hat und zum Beispiel auch bereits einen entsprechenden Workshop im Islamischen Kulturzentrum abgehalten hat. Und da zeigt sich eben auch, dass das Thema Integration, und zwar gelebte Integration, so was wird eben in Englisch gehalten und dort werden Menschen mitgenommen, die aus einem ganz neuen Geist von Gründung auch in die Stadt bringen, was natürlich extrem spannend ist. Wir haben Partner wie zum Beispiel die Konzeptwerkstatt der Burg oder Frau Haas, die sehr, sehr interessante und sehr, sehr ausgefallene Ideen dort behandelt hat, die aber auch im Grunde genommen genau in dem Interesse dessen liegen, was wir in Neustadt brauchen. Das Ganze wird natürlich überspannt von dem Thema Digitalisierung, dem kommen wir ja nicht vorbei. Das heißt, wenn wir also von einem Brückenschlag sprechen, brauchen wir natürlich auch die Digitalisierung als Werkzeug. Das heißt, eine Bibliothek auf dem Weinberg Campus könnte genutzt werden, um eben hier ganz neue Formen der Wissensvermittlung, aber auch der Unterstützung der Gründer, die in Neustadt sind, zu geben. Und das wiederum würde dann alles in diesem Konzept der Gründerschule, wie gesagt, von Gründerservice der Maastricht-Universität entwickelt und von der Innovations GmbH koordiniert wurde, eingeschlossen. Letzte Frage zu Aktionsfeld 1. Was passiert denn mit der Campus-Idee und dem Makerspace für den unwahrscheinlichen Fall, dass Halle von IMBF nicht für wettbewerbsfähig ausgewählt wird? Ja,
wir gehen mal nicht von dem unwahrscheinlichen Fall aus, nein, also es wird eine ganze Menge übrig bleiben. Also auf jeden Fall ist im städtischen Haushalt geplant, das Gebäude zu errichten. Wie das Gebäude geführt wird, also was dort inhaltlich reinkommt, das hängt natürlich durchaus mit davon ab, gibt es den Impuls der Zukunft statt oder müssen wir, wie Sie haben so schön gesagt, müssen wir das Ganze langsamer angehen, zunächst erstmal kleinere Brötchen backen. Ich wünsche mir an sich, dass wir tatsächlich das, was an pädagogischen Ideen und auch an Ideen für Neustadt dort entstanden ist oder entstehen soll, dass wir das auch weitertragen können und da sind ja durchaus große Ideen auch dabei, also die Nutzung von vorhandener Infrastruktur auch mit beinhalten. Also insofern, das Gebäude wird es geben, aber wie das dann inhaltlich aussieht, hängt noch ziemlich stark von dem ab, ob wir es schaffen, in die nächste Phase zu kommen und dadurch eben auch weitere Fördermittel zu akquirieren. Da muss man ehrlich sein an der Stelle und es ist ja auch ein Impuls. Und ich hoffe eigentlich, dass der Stolz, der bei allen zu spüren ist, dass wir da im Aktionsfeld 1 noch ganz erheblich was auch zu Papier gebracht haben, dass der Stolz eben auch dazu führt, dass man das weiterträgt und weiterverfolgt und auch durchaus die Akteure vor Ort, also nicht nur die Schulen, sondern alle, die mitgemacht haben, hier auch dranbleiben an der Idee. Es geht auf jeden Fall weiter. Herzlichen Dank. Das waren unsere vorläufigen Ergebnisse zu Aktionsfeld 1. Und wir springen jetzt sofort zum Überblick Aktionsfeld 3 mit dem Innovationsquartier Weinberg Süd. Hier ging es ja vor allem darum, dass die Neustadt Schmiede für neue Wohnformen und lokale Ökonomien wird. Und natürlich vor allem auch die städtebauliche Transformation. Transformationsansätze für die Neustadt durch das gezielte Zusammenwirken von Stadtplanung und Wirtschaftsförderung. Frau Sachse, Herr Löbner, wie lassen sich denn die wichtigsten Ergebnisse aus diesem Aktionsfeld zusammenfassen? Ich habe jetzt gerade einen Vortritt bekommen. Ja, für uns ist das ganz spannend dahingehend, dass wir hier auch schon mit dem Namen, deutet es ja an, Weinberg Süd, ja, liegt aber in Neustadt. Und dass wir dieses Zusammenwachsen, was mental gerade im Aktionsfeld 1 ja schon diskutiert und hier vorgestellt worden ist, jetzt auch räumlich zustande gekommen. Und das war die Aufgabenstellung, der wir uns gestellt haben. Und man könnte sagen, moderne 2.0 trifft Industrie 4.0. Das heißt, wir müssen sozusagen über den nächsten Schritt nachdenken. So eine Stadt wie Neustadt ist immer neu und auch nicht fertig geplant, sondern wir haben eben bestimmte Bereiche im Stadtumbau, die es auch wieder weiterzuentwickeln gilt. Und das ist auch gut so. Die Stadt wird ja praktisch immer gebaut. Und jetzt haben wir mal eine neue Generation an Lernern. Das heißt, wir haben mit den Hochschulen und den dortigen Studenten uns Gedanken gemacht, wie so eine Innovationsquartier aussieht. Das war ein hochspannender Prozess. Es war auch von Anfang an klar, dass da jetzt nicht der fertige Bauplan rauskommt, sondern dass das erstmal Anregungen und Impulse setzt. Da sind wir in Neustadt schon länger unterwegs. Also wir haben auch im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums auch mit Studenten intensiv mal uns beschäftigt und wir haben da spannende Anstöße bekommen. Und das war auch sozusagen hier der Ansatz und die Erwartungen sind doch erfüllt worden. Wenngleich wir jetzt nicht den Erstplatzierten da haben, aber es zeigt im Grunde genommen, dass sich da ganz verschiedene Fachrichtungen auch da viele Gedanken auf diesen Punkt gebracht worden sind. Und da geht es eben halt, wenn ich sozusagen so resigniere, einmal um eine räumliche Verbindung, also so ein verbindendes Band zwischen der Kern Neustadt und dem Weinberg Campus und Heide Süd. Unter Einbeziehung dieses ehemaligen Gebietes der Stadtsicherheit und auch die Öffnung hin zur Saale. Es geht aber eben halt auch um die Funktionsmischung. Es geht darum, Bausteine zu entwickeln, wo Wohnen und Arbeiten in einer anderen Art und Weise, als wir das eigentlich gewohnt sind, zusammenkommen. Das ist sicherlich ein neuer Ansatz, weil gerade die moderne Alterprägung, die wir in Neustadt sehen, ja diese Trennung von Wohnen und Arbeiten postuliert hatte. Und räumlich ausgebildet und das ist in der heutigen Zeit sicherlich auch ein Manko und wir haben in der Zwischenzeit ja schon einiges getan, Arbeitsplätze hier anzusiedeln und da ist auch der von dem Oberbürgermeister genannte Ansatz ja mit der Verwaltung sitzt ein wichtiger Punkt, aber jetzt geht es
sozusagen auch darum, so im kleinräumigen Bereich, so in dieser Frage, kann der 3D-Drucker auch im Wohnzimmer sein? Und welche Emissionsbelastung hat das und wie können wir das sozusagen zusammenbekommen? Das sind eigentlich die spannenden Fragestellungen. Und das war für uns eine positive Erfahrung und das war auch wiederum eine Impulssetzung für ein durchgeführtes inzwischen Interessengründungsverfahren für dieses Grundstück, wo jetzt Angebote vorliegen und auch da trifft dann praktisch Vision Realität, weil die müssen natürlich preislich untersetzt werden. Und das ist jetzt in der Auswertung, aber ich kann sagen, da ist nicht nur was von der Stange dabei, sondern da haben sich Leute Gedanken gemacht aus dieser Aufgabenstellung heraus. Und das wird im Stadtrat immer nicht öffentlichen Teil behandelt, deshalb haben Sie Verständnis, dass ich das jetzt nicht weiter ausführe, aber wir dürfen da gespannt sein. Ja, herzlich willkommen. Frau Sachse, gibt es Ihnen noch was hinzuzufügen? Weil eigentlich nur, dass Verbindung kann ja auf viele verschiedene Weise passieren. Also es kann eine virtuelle Verbindung sein, wie man sagt, zum Beispiel die Gründerschule finden eben auch in einem Campus-Workshops statt, die wiederum durch die Menschen, die das Wissen austragen, in die Neustadt gehen. Das kann eine ganz materielle Verbindung sein. Wir haben natürlich den Traum des Kindergartens in der Weidenberg gewesen, der wird auf eine andere Art und Weise entstehen. Aber zum Beispiel auch ein Fest in der Weidenberg gewesen ist auch eine Verbindung, die wir im Haus haben können. Herzlichen Dank. Herr Löhmer, Sie hatten es gerade schon angesprochen. Es gab einen studentischen Ideenwettbewerb mit dem vielversprechenden Titel Wohnen, Arbeiten und Leben in der Zukunftsstadt Halle Neustadt 250. Gibt es denn Vorschläge der Studierenden, die aus stadtplanischer Sicht besonders interessant sind, um die gewünschte Transformation dieser Großraum, Wohnsiedlung Neustadt für breite Bevölkerungsschichten quasi zu attraktiven Quartieren zu machen? Ja, das hatte ich ja schon angedeutet. Also ganz konkret geht es auch darum, dass wir für die doch inzwischen recht vielen Beschäftigten hier am Rheinberg Campus auch Möglichkeiten bieten, dort zu wohnen. Das sind natürlich auch andere Wohnansprüche, als das in den 60er, 70er und 80er Jahren den Gebäuden, die wir jetzt in Neustadt haben, dann einhergehen. Das heißt also, hier geht es auch mal darum, wie kann ich mir das Thema Wohnen mit meinem eigenen Garten verbinden, wie kann ich da mein Eigentum bilden, aber wie kann ich auch diese tolle Nähe und diese landschaftliche, eigentlich wunderbare Situation mit der Nähe zur Saaleaue und zur Heide, wie kann ich das so entwickeln, dass das ein fester Bestandteil bei der Wohnortwahl der Mitarbeiter von den Kollegen hier neben mir ist. Und das andere Thema ist, was ich schon sagte, dann innovative Ideen, innovative Menschen anzuziehen, die dann das dort auch verwirklichen können. Das heißt, das ist nicht konnten arbeiten und wohnen und da gab es halt die Kulturwerkstatt und die Produktivitätswerkstatt. Also da war so eine Idee dargestellt, dass man auf einem Erdgeschoss, was sehr multifunktional genutzt werden kann, dann oben die Wohnbereiche hat, dass so quasi Bausteine sind, Stadtbausteine, die sich da dann entlang der Bundesstraße bilden und damit auch eine Verbindung schaffen zu dem Technologiepark. Also es sind viele Ansätze dabei, die jetzt dem Realitätscheck unterworfen werden. Wie gesagt, wir sind da ganz gespannt. Aber wir sind auch in ganz Neustadt ja unterwegs und wir haben, das ist schon vorgestellt worden, das Projekt von Herrn Luther, Zusammenleben 4.0, da geht es auch um dieses Verweben von Wohnen mit dem Thema Pflege, Gesundheit, Freizeit, soziales Engagement. Erwähnt worden ist ja die Thematik der Scheidungen, auch da Transformationsprozesse hin zu einem Verwaltungsstandort, hin zu interessanten Wohnkonzepten, wo eben halt jetzt in Kürze auch die Sanierungsmaßnahmen beginnen werden an der Scheibe C. Das ist auch nochmal gefördert worden vom Bund im Rahmen eines Forschungsprojektes Vario-Wohnen. Also wir sind in Neustadt an vielen Stellen unterwegs und das sind wir auch schon seit längerer Zeit
Das ist jetzt sozusagen nicht etwas, was aktuell plötzlich aufgetreten ist mit Zukunftsstadt, sondern Zukunftsstadt ist deshalb, denke ich, auch so erfolgreich, und ich freue mich auch auf diese Resonanz hier, die wir auch während des ganzen Prozesses hatten, weil wir schon seit der IBA und auch davor intensiv uns mit Neustadt beschäftigen und da ganz innovative Ideen entwickelt haben. Und das sozusagen nochmal als Brückenschlag, also das Büro, was wir für den Bildungscampus ausgewählt haben, was uns da unterstützt hat, die deutschlandweit sehr renommiert unterwegs sind, haben uns gesagt, als sie das Wort Neustadt hörten, da funkelten die Augen, weil es da persönliche Beziehungen gibt zu Hotel Neustadt. Und da die auch Kollegen an der Uni Stuttgart unterwegs sind, werden sie da auch immer ausgefragt und sagen, was, ihr habt den Auftrag von Neustadt? Also zeigt so, wir sind da bundesweit eigentlich ganz gut aufgestellt und ein hohes Maß an Interesse, was vielleicht nicht immer so hier wahrgenommen wird, aber dass wir mit diesem Fund, denke ich, können wir da auch buchen. Die Stadt hat ja, ich habe es auch gerade schon angeschnitten, für den Bereich Moldestraße, Begonienstraße über ein Interessensbekundungsverfahren bereits nach konkreten Investoren für das Innovationsquartier bei BIX gesucht. Welche Kriterien des Zukunftsstadtgedankens sollen laut der Ausschreibung denn dazu in dem Viertel besonders beachtet werden? Das ist ja jetzt schon eine schriftliche Anfrage. Also wie ich sagte, das ist ja dann der niederländische Teil, aber das Bauen hat ja an sich, dass man es auch irgendwann sieht und das Ergebnis auch mitgeteilt wird. Wie gesagt, wir haben diesen Anforderungskatalog gestellt und es ist für uns ein spannender Prozess, weil es eigentlich das erste Mal ist, dass wir mit auch einer großen Fläche, die als Stadtumbaufläche war, auf den Markt gegangen sind. Und da gab es auch Skeptiker, sag ich mal, das muss man auch nicht verhehlen, ob denn das überhaupt notwendig ist und ob man an dieser Stelle jemanden finden kann, der dort auch investieren will. Und einmal den Beweis ist jetzt angetreten, es liegen Angebote vor. Und wie ich schon sagte, sind da auch dabei, die nicht nur von der Stange sind, das Übliche machen, sondern die auch mal da auf dem Klavier ein paar Oktaven weiter versuchen, und das wird jetzt ein spannender Prozess sein, wie man zusammenkommt, aber das zeigt eben, das sozusagen auch im Bewerbungskontext zeigen, dass das unser Projekt eingebettet ist in vielfältige Aktivitäten, in verschiedenen Dimensionen denkt und dass es auch unabhängig jetzt von dieser unwahrscheinlichen Falleintritt, es wird weitergehen. Ja, das war eine wunderschöne Überleitung. Herzlichen Dank an Frau Sachs und an Herrn Lübde für den Überblick zur Aktionsfeld 3, Innovationsquartier Weinberg Süd. Und wir springen jetzt quasi zum Aktionsfeld 2, Freiraum mitgestalten, Transformation und Integration durch Kunst und Kultur. Hier ist ja die Bürgerbeteiligung wesentlich und wir bleiben bei Herrn Lübner gleich mal, der kann das Mikro auch wieder aufnehmen. zur Frage 1, wie kann denn so eine Transformation gelingen? Was sind die Ergebnisse? Also wir müssen den Bürger gewinnen. Das war immer klar bei allen Forschungsthematik und vielleicht auch Lastigkeit und den Hoffnungen vom BMF, also vom Bundesministerium der Forschung und Bildung, geht es ja auch darum, wirklich das Thema Stadt zu betrachten. Der Stadt geht immer nur mit den Bürgern, mit dem Endverbraucher. Und das haben wir als ein wichtiges Thema gesehen. Also der Bildungsmitglied war dann eben halt Aktionsfeld 2. Mit verschiedenen Arten von Partizipation uns zu beschäftigen und beispielhaft umzugehen. Und man kann sagen, dass in diesem Zusammenhang eine Vielzahl von Beteiligungswerkstätten stattgefunden hat. Und diese Beteiligungswerkstätten haben dann als Zahl über 1000 Neustädterinnen aller Altersklassen und kulturellen Hintergründe erreicht. Und das finde ich schon mal enorm. Wir haben sozusagen wirklich das von unten auch wachsen lassen. Das ist jetzt kein aufgekopfte Programm. Und diese Beteiligungs- diese Partizipationsmodelle, da haben wir nämlich in der Freiraumgalerie in Freienfelde viel gelernt, haben uns auch überzeugen lassen und nichts ist überzeugender als Erfolg. Und da hat ja da eine junge, bunte Truppe auch mal gezeigt, wie man mit viel bürgerschaftlichem Engagement, aber eben halt auch immer von Anfang an mit Mitnahme da sehr viel erreichen kann. Und da sind wir inzwischen im Übrigen auch international unterwegs, also wir sind eingebunden in ein Netzwerk mit südafrikanischen Städten, was der Bund organisiert,
Und da kommen diese partizipativen Gedanken erstmal auch erstaunt an, aber eben halt mit großem Interesse. Und wir hatten im September die Südafrikaner hier und wir hatten sie nicht nur im freien Felde, sondern wir haben auch den ganzen Vormittag uns mit Neustadt beschäftigt und das sind da einmal durchgelaufen. Und das war sehr beeindruckend für die Kollegen, wie man eben halt mit diesen Themen dort umgegangen ist und wie stark wir die Bürger und die einfach die Basis hier einbeziehen. Und das ist, kann man auch sagen, sicherlich nicht ganz problemlos und konfliktfrei gelaufen. Wir haben da, und die Kollegen von der Freiraumgalerie haben auch ihre Ergebnisse dargelegt. Es zeigt eben halt, dass Kommunikation ein Zauberwort ist, an dem man immer arbeiten muss. Das zeigt auch seitens dem multikulturellen Hintergrund, dass wir uns da noch mehr Aktivität und Beteiligung wünschen und da wird dann auch weiterarbeiten an dem Thema. Frau Grünert, Sie kommen ja vom Zentrum für Sozialforschung Halle, das Sie seit Jahren anschauen, die Einwohnerumfrage für die Stadt Halle durchführt. Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten bei dem Zukunftsstadtprojekt, das ja den Brückenschlag zwischen Neustadt und Weinberg Campus durch die Bürgerbeteiligung sucht? Das ist eine Frage. Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Naja, wenn man es auf Lebenslagen, Wahrnehmung von Lebenslagen in der Stadt Halle bezieht, gibt ja jede Menge Daten dazu, würde ich drei Dinge hervorheben wollen. Also erst das eine, Halle Neustadt hat viele Stärken. Grün und so weiter, weitläufig, das wurde eben schon genannt, aber hat nicht nur Stärken. Und die Einwohnerumfragen haben ja seit Jahren gezeigt, und jetzt der verantwortliche Kollege sitzt hier auch mit im Saal, er könnte etwas dazu sagen, und die letzte Umfrage ist ja erst 2017 wieder durchgeführt worden. Also, Halle Neustadt ist ein Stadtteil, der, wenn nach dem Wohnraum und der Ausstattung gefragt wird, überwiegend einfache Ausstattungsmerkmale in den Wohnungen aufweist. Damit auch ein Stadtteil, in dem es immer noch relativ günstige Mieten gibt. Und das wiederum hat zur Folge, dass wir natürlich noch eine Einwohnerschaft haben, die zum großen Teil nicht zu den Bessergestellten gehört. Ja, das ist hier so ein Circulus Vitiosus, der sich auch bestärkt und der auch in der längeren Zeit stabil ist. Das heißt für uns, so als vorweggenommene Schlussfolgerung, Halle Neustadt wird nie ein zweites Paulusviertel. Sondern wir brauchen immer eigene Visionen, eigene Vorstellungen. Und wenn ich an unsere eigene Umfrage denke, 2006 im Rahmen des Zukunftsstadtprojektes, da hatten wir uns ja relativ breit nach Bürgermeinungen erkundigt. Schon da wurden als eigenständige Akzente unter anderem gesetzt das Thema Bildung, das ja jetzt in der zweiten Phase sehr stark geworden ist, und soweit es um Gründungen und Ansiedlungen geht, doch der Wunsch, auch in dieser Plattenbausiedlung, in dieser Großraumsiedlung mit ihren speziellen Erfordernissen Kleinräumigkeit zu schaffen. Also neben Gastronomieangeboten, auch kleine Läden, Märkte mit lokalen Angeboten, kleine Werkstätten, Handwerker und so weiter. Also das war ein Wunsch, der uns schon aus der ersten Phase mit auf den Weg gegeben worden ist, jetzt in die zweite Phase, also das war Punkt 1. Punkt 2, jetzt komme ich wieder zur Partizipation. Alle Erfahrungen zeigen, dass gerade Menschen in sozialen Problemlagen, und davon gibt es ja eben einen großen Teil in Halle Neustadt, oft weniger dazu neigen, sich in Partizipationsprozesse einzubringen als andere, aktiv in der Gestaltung ihres Lebens mitzuwirken. Oder anders gesagt, die kollektive Selbstwirksamkeit fehlt hier oder ist relativ schwach ausgeprägt. Häufiger ist eine diffuse Unzufriedenheit anzutreffen, so nach dem Motto, wir werden ja sowieso nicht gehört. Und es gibt, das haben viele Untersuchungen bestätigt, gerade aus solchen Bevölkerungsgruppen auch Tendenzen, noch Schwächere zu suchen, auf die man eine Probleme abwälzt. Schlussfolgerung, jedenfalls bei uns hier, keine Wunder können wir erwarten bei den Angeboten, die wir und aber dann bei allen Gemeinsamkeiten gibt es natürlich auch starke Unterschiede innerhalb von Halle Neustadt. Wir wissen, die nördliche Neustadt ist relativ am stabilsten. Wir wissen weiter, Anhäufungen, Herausforderungen gibt es vor allem in der südlichen Neustadt, einschließlich Südpark. Hier waren ja Zukunftsvorstellungen lange Zeit weniger klar, und es besteht sicherlich Nachholbedarf.
sowohl städtebaulicher Sicht als auch im Hinblick auf Unterstützungsstrukturen für soziale Problemgruppen. Also ein aktuelles Beispiel, der Anteil von Personen ohne deutschen Pass an der Wohnbevölkerung ist gerade hier in der südlichen Neustadt von 10-15% vor 2015 auf rund 30% gestiegen. Und wie gesagt, diese Schließungstendenzen bei einem Teil der alteingesessenen Bevölkerung sind auch spürbar. Ja, dann haben wir die westliche Neustadt, in der die Situation nochmal anders ist, weniger angespannt. Hier ist relativ viel zurückgebaut worden. Vor allem Ältere sind geblieben, es hat wenig Zuzug gegeben. Für uns hieß das jetzt, wie gesagt, Beteiligungs- und Partizipationsformate differenziert anzubieten und wie gesagt, ohne Illusionen, sondern wirklich von euch auf. Ja, abseits von den genannten Problemen, was muss denn anders werden, um quasi die Quartiersbewohner tatsächlich zu diesen, zur Partizipation zu bringen, Partizipationsprozesse tatsächlich zu forcieren? Das ist schon die Frage, was kann man von außen überhaupt tun? Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, das hat sich in mehreren Experteninterviews gezeigt, endogene Potenziale stärken. Also erstmal das, was sowieso da ist, an Quartiersarbeit, an Akteuren, die langfristig im Bezirk und mit den Menschen arbeiten, was wir also in einem temporären Projekt gar nicht oder nur in ganz kleinen Ansätzen leisten können. Das muss man erstmal vorausschicken. Dann aber, was ja auch das Projekt Zukunftsstadt betrifft, ich immer wieder niedrigschwellige Angebote. Und zwar dabei differenziert mit den verschiedenen Bevölkerungsgruppen arbeiten und die niedrigschwelligen Angebote auch so interessant gestalten, wie zum Beispiel Wandbilder oder anderes, dass Leute Lust bekommen und das, wie man so schön sagt, der Appetit mit dem Essen. Jetzt dann, Herr Höhne, apropos Angebote, Stichwort Haneo, was verbirgt sich denn dahinter und inwiefern kann Kunst denn diesen Transformationsprozess tatsächlich noch konkret vorhanden haben? Also Haneo ist ein ganz interessantes Projekt, auch dahingehend, weil es im Rahmen von Zukunft stattgefunden hat, aber sich eben halt, Herr Schettin hat das schon mal in die Wand geworfen, noch viele andere, auch Förderer, versammeln konnte und deshalb ist über die eigentlich Zukunftsstadt-Thematik hinausgewirkt hat. Und das Spannende, was wir schon gemerkt haben im freien Felde, ist eigentlich die unmittelbare, niederschwellige Gestaltungsmöglichkeit des unmittelbaren städtischen Umfeldes. Also wo Bewohner, die wohnen, sagen, okay, hier ändert sich etwas und das wird eben halt mit Farbe, Spraydose oder Pinsel gemacht. Und da haben wir natürlich eine tolle Tradition, weil auch schon mit der Entstehungsgeschichte von Neustadt das immer mit Kunst verbunden war und wir haben mit Josef Brenner oder auch einem international herausragenden Künstler, dessen Wandbilder heute vielleicht auch etwas ideologisiert mal betrachtet werden, hinsichtlich nur aus ihrer künstlerischen Qualität heraus. Und da muss man sehen, also Josef Brenner, weil auch wusste ich auch vorher nicht, aber ist zum Beispiel der Auftraggeber für Picasso für Guernica gewesen. In der Zeit, als er dann für die Spanische Republik da der Kulturminister war. Und also wir haben immer diesen Brückenschlag wirklich zur Moderne, hier direkt vor der Haustür. Und jetzt haben da die jungen Künstler von der Freiraumgalerie auch wieder partizipative Projekte, weil die malen da jetzt nicht einfach was auf, das ist hier nicht anders, das war vorher Staatskunst, sondern hier entwickeln sie mit den Eigentümern, mit den Bewohnern selber die Motive und wir haben diese Beteiligungswerkstätten gemacht und das Ergebnis kann man dann halt sehen. Und da sind sowohl die Professoren unterwegs, wie eben halt auch die Schulkinder mit der Spraydose, das geht also einmal quer durch und es sind höchst intellektuelle Kunstwerke, nach schwierigen mathematischen Formeln entstanden in der Mark-Twain-Straße, aber das führte dann dazu, dass das dort wohnende Ehepaar unbedingt jetzt sagt, jetzt müssen wir mal nach Mexiko, um mal auf den Spuren von Theo Rivera und uns begeben und Frida Kahlo und hat dann auch immer gleich gut den Kaffee gekocht, habe ich in dem Werkstattbericht gelesen. Also hier gibt es eine unmittelbare Mitwirkung auch eben zwischen Bewohnerschaft und dieser Kunst. Und das zeigt sich eben halt, das ist auch Kunst, die Leute bewegt, die Leute anspricht und die jetzt mit einem wirklich vertretbaren finanziellen Aufwand doch eine ganz andere räumliche Qualität schaffen kann.
Ja, hier ändert sich was. Halle als Zukunftsstadt 2050. Herzlichen Dank an Sie für die Präsentation der Aktionspläne der vorläufigen Ergebnisse. Vielleicht nochmal einen herzlichen Applaus. Zusammenfassung. Bei anderen Sendungen heißt es, jetzt kommt nochmal der Schnelldurchlauf. Damit Sie sehen, welche Ergebnisse sich auch wirklich einprägen. Weil das zeigt auch nochmal, das, was wir eben in der Diskussion gehört haben, wie viel an Arbeit hier investiert wurde, wie viele mitgearbeitet haben. Und das soll man auch, glaube ich, nochmal visuell transportieren und dann irgendwie, und dann kommt der Ausblick, in welche Richtung es weitergeht. Fangen wir nochmal an mit dem Aktionsfeld 3, die Wiederholung der zwei Stichworte. Wir haben hier bezogen auf das Thema neue Wohnformen, den studentischen Ideenwettbewerb mit drei prämierten Preisträgern. Da kann man auch sagen, selbst wenn es keinen ersten Preis gab, ist auch das ein Lernprozess für Studierende in einem Wettbewerb, wenn sich eine Jury mit den Ergebnissen auseinandersetzt und dann mal transportiert, woran es vielleicht gehapert hat, dass es nicht die herausragende erste platzprämierte Arbeit gibt. Das Bieterverfahren Innovationsquartier Weinberg Süd ist schon angesprochen worden und wir sind jetzt alle gespannt, wenn die Ergebnisse vorgelegt werden. Und hier nochmal ein Auszug aus dem studentischen Ideenwettbewerb. Die Jalousie musste runtergefahren werden, damit Sie jetzt was sehen. Aber ich denke, Sie sehen an diesem Ideenwettbewerb, dass ein Element, was Sie von hier sofort sehen konnten, nämlich die grüne Vernetzung zur Neustadt, auch in den Entwürfen des studentischen Ideenwettbewerbs sich wiedergefunden hat, sei es durch wirklich angelegte Freiflächenqualitäten oder über das Thema Vernetzung auch mit Wegebeziehung, Fuß- und Radverkehr, also auch das Themen, die im studentischen Wettbewerb ihren Niederschlag gefunden haben. Denn da es in Aktionsfeld 3 auch den Part Ökonomie hatte, waren die angesprochenen Themen, Frau Dr. Sachs hat ja dazu schon was ausgeführt, die Untersuchung zum Makerspace und quartiersbezogene Adaption, was ist möglich? Ich denke, für die, die überlegen, was heißt denn nun wirklich Makerspace, geben Sie die Frage auf, gehen Sie nachher in die Kuppel und löchern Sie die Kolleginnen und Kollegen, die Ihnen dann definieren werden, wie man Makerspace übersetzen wird. Aber das Thema zu sagen, ist eine offene Werkstatt zur Umsetzung individueller Ideen und Projekte mit den unterschiedlichsten Zielgruppen, ist eine schöne Beschreibung zu sagen, wir bieten Infrastruktur, ihr bringt Ideen mit und dann gucken wir, was rauskommt. Ganz einfach übersetzt. Also das als Instrument, das die verschiedensten Akteure und verschiedensten Bewohner ansprechen. Das Konzeptthema Gründerschule, Frau Dr. Sachse sprach von den Modulen, Sie sehen sozusagen grafisch mal die Darstellung der Module, das ist jetzt auch nur der Appetitanleger, wirklich in der Kuppel zu gucken, was da ganz genau drinsteht, weil das werde ich Ihnen nicht hochsuchen, das müssen Sie nachher selbst lesen, aber das ist eine Chance zu gucken, die Gründerschule als ein Projekt, was das Bildungsangebot im Bildungsstadtteil, in der Bildungsstadt Neustadt auch noch bereichert. Und es gab den Aufruf, weil gerade der Wunsch ja artikuliert wurde, in kleinen lokalen Einheiten auch Angebote für die Neustadt zu schaffen, den Aufruf für Gastronomie, Handel und Dienstleistung. Das sind Glühbirnen, das sind Ideen, die sozusagen zum Leuchten gebracht werden und zu gucken, welche Möglichkeiten es gibt. Hier kann man aus der Rückkopplung derjenigen, die da involviert waren, sagen, auch die Zusammenarbeit mit der Kunsthochschule hat sicherlich den Wirtschafts- und Wissenschaftsbereich der Verwaltung auch wieder unheimlich zusätzliche Impulse bekommen. Im Aktionsfeld 2, natürlich ist es schwierig, grafisch darzustellen, was Beteiligungsprozesse sind. Aber ich glaube, die zwei Abbildungen sind schöne Beispiele, wie Ideen aufbereitet sind und wie Ideen auch in die weitere Arbeit einfließen können. Auf der linken Seite ein Modell, was erarbeitet wurde für die Freiflächengestaltung. Und wenn der Campus weiterentwickelt wird, sind das Anregungen, die dann natürlich Freiraumplanerinnen und Freiraumplaner sich auch mal ziehen und gucken, was lässt sich denn nun wirklich in einen konkreten Entwurf übersetzen. Und auf der rechten Seite, wir kannten es in der Stadt schon von AFL, ist eine Art der grafischen Aufbereitung der Umfrage durch die Freiraumgalerie. Je größer die Schrift, desto häufiger ist es genannt worden. Und wenn hier in der Nachfrage kam bei Schülern, was ist das Beste an Halle Neustadt und es wird Kastanienallee genannt, dann ist das doch, Frau Reda, nur eine wunderbare Bestätigung erstmal für die Bildungsinfrastruktur an sich. Und wir haben ja beim Theaterstück schon gehört, es gibt positive und negative Aspekte, die sind ganz klar die positiven genannt.
an der nächsten Nennung darunter nichts. Da arbeiten wir gemeinsam dran. Das ist sozusagen eine Aufgabe. Aber wir hatten eine Vielzahl von Arbeitsmethoden, den letzten Anstrich, den wollte ich drauf haben, weil das fand ich immer ein spannendes Element als Werkleiter. Mit dem Werkleitfestival, das sich ja auch mit der Neustadt beschäftigt hat, war eine Methode, soziale Kenntnisse über ein Quartier zu erhalten, die Auswertung von eBay-Kleinanzeigen, um zu gucken, was wird denn online gestellt. Und das war ein völlig neuer, spannender Ansatz, also auch hier sicherlich für den Methodenpool, mit dem Planer und Planer in der Zukunft arbeiten, eine super Anregung. Ich habe schon am Anfang gesagt, das bleibt auf alle Fälle. Das ist eine Bereicherung. Und Herr Löhner konnte ja schon die mathematischen Formeln dahinter ansprechen, dass es sie gibt. Ich weiß nicht, ob er sie uns jetzt wiedergeben könnte für die Grafik, aber das ist wirklich ein Projekt, wo man sagt, ein Mehrwert ist hier auf alle Fälle zu erkennen für die Neustadt durch den Zukunftsstadtprozess. Das heißt also, wir haben ein großes Engagement unterschiedlichster Akteure und Akteuren. Auf alle Fälle sind Erfahrungen gesammelt worden und wir gucken natürlich, welche dieser Ansätze, nein, nicht überall werden wir jetzt eBay Kleinanzeigen auswerten, aber welche Methoden aus dem Methodenkasten in der Zukunft einsetzbar sind, da haben wir auch unheimlich viel noch dazu gewonnen. Und das war, glaube ich, ist inhaltlich schön, dass es heute auch deutlich im Mittelpunkt stand und gewürdigt wurde, dass gerade, die Formulierung war eben so, in der Phase 2 hat das Thema Bildung an Fahrt aufgenommen. Das war ein schönes Bild in der Darstellung, dass wir jetzt im Ergebnis des Zukunftsstadtprozesses ein neues pädagogisches Konzept für den Campus Kastanienallee haben, mit Mitwirkenden aus allen Schulen und, Frau Bredow hat es gesagt, darüber hinaus am Standort, aber gerade auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Philosophischen Fakultät, die auch mitgearbeitet haben. Also das ist eine gute Vernetzung der Wissenschaftslandschaft und angesprochen war schon Vielfalt als gemeinsame Stärke, unsere gemeinsame Stärke als ein Leitmotiv für den Campus Kastanienallee zu sehen, nochmal mit ein paar Zahlen bzw. Erkenntnissen. Mit 1500 Schülerinnen und Schülern aus 27 Nationen ist die Vielfalt erstmal durch die einzelnen Personen da. Es ist der höchste Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in der hallischen Schullandschaft und ich finde es schön, wenn in einem solchen Arbeitsprozess diese Vielfalt als Stärke und als Chance begriffen wird, die jetzt für die Zukunft bewegt werden soll. Und das Logo ist ein praktisches Ergebnis aus dem Arbeiten vor Ort. Ich weiß nicht, wer von Ihnen es sofort erkennt, aber mit zweimal hingucken erkennen Sie auf alle Fälle die Kastanien im Campus sehen. Und das ist ein Ergebnis aus der Schule, ich finde ein tolles Ergebnis. Und wenn die Presse überlegt, was sie vielleicht heute abdrucken wollen von diesem Ergebnis, nehmen sie auch das Ergebnis aus der Schülerschaft. Das ist ein schönes Beispiel, wie Kreativität vor Ort übersetzt wird. Also das war uns wichtig, dass das auch heute hier mal gezeigt wird. Im pädagogischen Konzept gibt es 5 Entwicklungsschwerpunkte, Bildungschancen, Verantwortungsübernahme, Miteinander und Toleranz, Kooperation und Differenzierung als die wesentlichen Stichpunkte, die hier weiter ausgearbeitet wurden. Und da verzahnt sich eigentlich die Arbeit des Aktionsfelds 1 mit dem Aktionsfeld 3, dass ein möglicher Makerspace, Sie erinnern sich eben, Makerspace, was ist das, im Campus Kastanienallee realisiert werden kann. Das ist also der befruchtende Aspekt dieses Diskussionsprozesses, der hier sagt, ja, sowas würde sich an dieser Stelle anbieten. Gerade wenn Sie auch daran denken, als ich vorhin über die Ziele des Prozesses gesprochen habe, die Verknüpfung im Stadtteil zu erreichen und zusätzliche Impulse für den Bildungscampus zu kreieren. Das kann dann unter dem Stichwort Jugendförderung, Jugendgründerschule, kann Berufsorientierung dienen. Wichtig ist sicherlich, dass bei der Realisierung dann Räumlichkeiten und Ressourcen zur Verfügung stehen, einen solchen Ansatz auch umsetzen zu können. Im Ergebnis, was wir dann auch einreichen werden, und in der Dokumentation des Prozesses, haben wir für jeden jetzt Nutzungscluster, insgesamt wurden 8 definiert, und was aber für die Umsetzung dann wichtig ist. Und Frau Bredow sprach ja davon, wir haben im Haushalt eine Haushaltsvorsorge für ein Campusgebäude, aber wie groß das wird und wie es gefüllt wird, das hängt wirklich von Zukunftsstadt ab, weil der Standard, der realisiert wird, der auch den Schulen fehlt, ist das, was im Haushalt drin ist. Unser Ziel ist natürlich, genau den Mehrwert, den wir jetzt diskutiert haben, den wir erarbeitet haben, realisieren zu können. Und dafür brauchen wir dann natürlich die zusätzliche Unterstützung. Aus unserer Sicht ist das genau ein schönes Projekt, was über Zukunftsstadt in der 3. Phase genau dieses praktische Labor darstellen kann, was ja gewünscht ist. Also hier sehen Sie in Hellblau den Saal, die Werkstatt in Grün, die Mitte, die natürlich zu jedem Gebäude gehört,
das Büro in Rot gehört auch dazu und die Mediathek, also warum Größen, die angegeben sind. Und ich denke, damit sind wir gut aufgestellt, wenn es um die konkrete Diskussion geht, was muss man kalkulieren und so weiter und so fort, was dazugehört für eine solche Entwicklung. Und wir haben auch geguckt in der Diskussion, haben wir am Campus überhaupt den räumlichen Standort? Das ist noch eine Idee, die mal entwickelt wurde, aber eins ist deutlich, ja, wir haben im Campusbereich räumliche Reserven, die möglich sind, die es möglich machen, ein Gebäude zusätzlich zu errichten, ohne, und das glaube ich ist auch wichtig, dass zu zerstören, was einen Campus ja auch ausmachen soll, nämlich Freiraumqualität. Das heißt, da ist räumlich Potenzial, je nachdem, wofür man sich entscheidet, wo es denn steht, kommt man natürlich wieder über die Planungsschiene, kann man es als Einfügen definieren oder haben wir ein Planerfordernis, aber wir haben räumliche Möglichkeiten, hier vor Ort sowas zu realisieren. Und jetzt gucke ich mal nochmal ganz kurz in die Phase 3. Ein Stück weit könnte ich jetzt auch sagen, muss ich in die Glaskugel gucken, die ist aber leider gerade geschlagen. Weil die Phase 3, die Umsetzung in Reallaboren, war vom Bund angekündigt, dieses Jahr zu starten, ab 2019, dann 8 Modellkommunen zu fördern, die Umsetzung in Reallaboren zu erreichen, primär eine Förderung wissenschaftlicher Fragestellungen im Rahmen der Projektrealisierung, aber inwieweit jetzt wirklich der Aufruf aussehen wird, das ist für uns noch nicht abschließend erkennbar, weil die dritte Phase noch nicht begonnen hat. Wir wissen alle, dass die Bildung der Bundesregierung doch eine Woche länger gedauert hat als sonst üblich nach den Wahlen. Das heißt also, da sortiert man sich auch noch. Die Partner wandern noch im Moment zwischen den Ministerien, müssen als Abteilung teilweise erst woanders ankommen. Das heißt also, wir rechnen im Moment damit, dass Ende Mai eine Ausschreibung kommen könnte. Antragsfrist wahrscheinlich im August, das ist so dieses klassische Thema für Verwaltung in der Sommerpause, schnell nochmal alles fertigzustellen. Aber wir sind gut aufgestellt. Und dann eine Entscheidung, wenn es in der Zeitkette bleibt, im September, Oktober zu erwarten. Das ist jetzt alles eine Mutmaßung. Aber Herr Dr. Liegert hat am Anfang ja gesagt, klares Bekenntnis dazu, wir wollen uns mit unserem Beitrag einbringen in die dritte Phase. Wir werden es in der BAIKO dann auch diskutieren im Mai, inwieweit wir Schwerpunkte setzen, inwieweit schärfen, weil wir haben drei Aktionsfelder bearbeitet. Und da geht es auch darum zu gucken, welches der erarbeiteten Ergebnisse in welcher Form eingebracht wird, sodass Sie auf alle Fälle, wenn Sie aufmerksam die Medien verfolgen, auch weiterverfolgen können, wie es hier weitergeht. Schön ist, dass das Bekenntnis da ist, dass wir im Verfahren weiterarbeiten wollen. Und unabhängig davon, für den, wie wir es so schön formulieren, unwahrscheinlich im Fall, dass wir nicht erfolgreich in die dritte Stufe kommen, haben wir Ergebnisse, mit denen weitergearbeitet werden kann, die auf alle Fälle gut einzubringen sind in die weitere Arbeit im Stadtteil. Und von meiner Seite möchte ich mich jetzt recht herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit heute bei diesem Teil des Programms. An der Stelle auch nochmal bei den ganz vielen genannten Institutionen, Akteuren, Einzelpersonen, die sich eingebracht haben, denn die Ergebnisse wären ohne ihr Engagement nicht möglich gewesen. Und wir haben Neustadt leuchten, es wird noch ein paar Minuten bzw. Stunden dauern, bis es leuchtet. Aber dadurch, dass die Sonne heute so strahlt, ist es eigentlich eine andere Form von Leuchten. Weil bei so einem Wetter kann man nur gemeinsam draußen strahlen, sich freuen, A, über die Ergebnisse und B, über ein schönes Zusammensein, zu dem Sie jetzt herzlich eingeladen sind. Sie sehen auch, dass wir die Kuppel bestücken mit unseren Fachleuten, Fachfrauen und Fachmännern, die für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Und in dem Sinne, herzliches Dankeschön, einen schönen Ausklang des heutigen Abends. Drücken wir uns die Daumen, dass wir alle Dinge noch ordentlich aufbereiten, weil in die Papierform müssen wir es jetzt noch bringen. Aber mit der Grundlage bin ich da nicht bange. Insoweit einen schönen Abend von meiner Seite und auch herzlichen Dank.